Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graceless. Im letzten Part haben wir hier im Forschungslabor herausgefunden, dass diese Person Sophie doch ruft. Wir wollen hier mal gucken, was hier eigentlich noch so zu finden ist. Und ja, wie komme ich jetzt an die Kiste? Ich habe dieses zweite Panel da hinten nicht gesehen. Das sieht man jetzt so rechts oben in der linken Ecke oben an der rechten Seite von der Box sieht man ja noch so ein Terminal. Und dazu müssen wir jetzt hier einfach nur mal rüber gehen. Ich glaube, das war so. Jo. Und dann müssen wir hier mal gucken, wie wir jetzt an die Kiste kommen. Das habe ich nämlich noch nicht gebracht. Gelb runter. Und rot runter hätte ich gesagt, aber nein, das stimmt ja nicht. Sagen wir so, auf jeden Fall muss rot ja ein runter. Sonst ist der ja nicht auf meiner Höhe. Das heißt, jetzt einmal gelb hoch und blau zwei hoch und fertig. Okay. Ich hoffe, du bist es wert. Gashebel. Okay, ich brauche es. Es ist nicht wert, ich brauche es. Oh, wait. Ich soll zurückgehen. Okay. Ah, dazu wieder resetten. Und einmal rübergehen. Jetzt sollen wir das Gas hier unten ausschalten können. Gab es. Och, warum musst du. Nee, dich habe ich gar nicht besiegt. Ja, Gashebel verwenden. Gashebel verloren. Ist ja auch irgendwie bescheuert. Gut, wir haben das hier zugemacht, aber wow, schönes Leck. Magische Karte Nummer 78. Normas Karte. Ich habe keine Zweifel mehr, Meister. Okay. Ich habe auch keine Zweifel. Da. Okay. Ah, jetzt bin ich ja quasi auf der anderen Seite und das hier ist jetzt der andere Lift. Okay. Dich lassen wir jetzt mal. Wir haben erstmal genug gekämpft. Und da vorne gibt es ja sicherlich sowieso noch weitere Kämpfe. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was uns hier noch erwartet. Haha, ich hoffe, kein harter Bosskampf. Das sagt er und ist mega unterlevelt. So. Das geht nicht auf. Bist du dir sicher, dass das nicht aufgeht, ha? Ach komm, dich besiegen wir jetzt mal. Könnt ihr mal aufhören, mich zu unterbrechen? Das wäre sehr nett. Jetzt hatte ich nicht genügend SK. Jetzt, stop this. Jetzt habe ich aus Versehen meinen Tempo-Modus aktiviert. Wollte ich doch gar nicht. Bin ich beinahe schon wieder tot. Aber dann belassen wir es mal dabei. Bevor ich sterbe und das hier nicht raushauen kann, hauen wir es doch mal lieber raus. Wait. Und schon kaum rausgemacht, heilt sie sich auch wieder. What the fuck? Leute, nicht sterben! Ich meine, ich habe auch schon Schwierigkeiten zu überleben. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt draufgehen, weil ich mich kurzzeitig nicht bewegen kann. Nö, die greift mich nicht an, alles klar. Du greifst nicht. Könnt ihr mal aufhören, mich zu interrupten, jetzt mal ehrlich. Ah, gibt es keine Ausrüstung, die verhindert, dass irgendwer ein Interrupter ist? Wäre sehr, sehr nice. Warum habe ich jetzt keine E-Arts gemacht? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Irgendwie alle voll geheilt, passt. So ein Kampf, ich wollte schon sagen, ein Kampf ist etwas wenig. Gibt es da hinten noch eine Kiste? Nö. Das ist nicht gerade schön. Warum habe ich eben zweimal angefangen mit diesem Tritt?
Und warum kam nicht das Biest? Auch eine gute. Alter, haust du rein. Das will ich aber nicht, dass du reinhaust. Warum müsst ihr immer sterben, alle? Ich meine, ich sterbe auch ziemlich oft, aber warum? Och, kommt schon. Komm, sagt er, das stirbt er selbst. Dieses Hin- und Hergeschleudere. Yo, not nice. Dann stirbt er halt auch noch. Sharia? Bin ich auch noch gelähmt? Ist Richard beinahe tot? Alter, diese Gegner nerven. Aber sowas von. Aber auch nur in Kombination. Warum habe ich gerade 6 SK bekommen? Ich mag die Gegner nicht. Warum bekämpfe ich sie? Ich muss leveln. Aha. Ich bin schon so unterlevelt und habe offscreen schon ein bisschen gefarmt, aber habe immer noch nicht jedes der Items, die ich brauche für jede Puppe, für jeden Charakter. Ist halt auch irgendwie doof. So, Laborraum. Fressen wir doch nochmal ein Gericht. So. This looks like some kind of lab. Da sagst du etwas, Captain Obvious, wenn wir schon in einem Forschungslabor sind. What does it say? The data's all damaged, so it's kind of hard to tell. I think it's some kind of research log. Signs of change apparent in Fodra's core. Further details are unfortunately unclear. Researchers who have been sent to investigate are due to return shortly. Research team was completely annihilated. Survivors from the second team, however, managed to bring back samples for further study. Unfortunately, these survivors are in critical condition and are undergoing medical treatment. They aren't expected to live much longer. We must not let their sacrifices be in vain. We will begin researching the samples immediately. Okay. So it's Lambda and Emerald again, is it? And something called the Little Queen. Any idea what he's talking about? Das wäre meine Frage zu dem Ganzen gewesen. Und was genau sie da untersucht haben? Beziehungsweise was am Kern? Fodra's Core produces Elith. Which has an effect on creatures the core created. Nothing more. Do you know something, Lambda? I too was created by Fodra's core.
It is a trivial matter for me to observe the flow of the core's Elif. Is it possible the core will affect you? Or Sophie? Do you fear the evolution of my power? Are you afraid of losing control? No, it's not that. I'm just worried that you and Sophie might be hurt. Aspel, your eye. Are you okay? Me? No, I'm fine. Are you okay? I think so, but I feel strange. I'm not sure what it is, but it's like I've felt it before. If everyone's ready, we have more exploring to do. Let's see what we can find. Okay, dann teilen wir das neu erfahrene halt nicht. Auch schön. So, was ist? Dann geht es halt nicht auf, auch gut. So, hier können wir jetzt nichts weitermachen. Hier ist ein Safe, was ihr wohlgefallen findet. No two ways about it. I don't like this place at all. You hate this place? So what place do you like, Sharia? I like Launt, and I love that flower meadow on Launt Hill. And Asbel? Do you love Asbel? Asbel? That isn't really the kind of love I was talking about. Oh, because I love Asbel. Well, if you put it like that, then I guess... I do too. Hooray! We both love Asbel. I also love crablets. Crablets? They're so delicious. Do you hate crablets? I don't hate crablets, no, but I just... I wouldn't put them at the same level as Asbel. Sophie schon. Ich speichere mal lieber, falls irgendwann mich so eine Truppe Game Over haut. Den wollte ich eigentlich nicht überschreiben, verdammt. Egal. Habe ich getan. Denn im letzten Part, habe ich vergessen zu erwähnen, ist irgendwann der Speicherplatz überschritten gewesen und deswegen keine Ahnung, wo es aufgehört hat. Wahrscheinlich so mittendrin oder kurz vorm Anfang vom Rätsel. Aber gut. Oder schon davor. Ich hoffe nicht. Ich habe ja nicht nachgeguckt, sondern eigentlich bei meinem Aufnahmeprogramm Audacity von meiner Stimme. Und dort war noch alles in Ordnung. Und dann, als es so war, oh Gott, oh Gott, oh, du tust weh. Ja. War noch alles in Ordnung und als der Speicher voll war, war da quasi keine Tonspur mehr zu sehen. Deswegen sollte da eigentlich zu dem Zeitpunkt noch alles in Ordnung gewesen sein. Wissen tue ich aber allerdings nichts. Könnte mal aufhören, Cherry anzugreifen. Warum wurde ich da jetzt gerade nicht getroffen? Das ist auch mal so ein halbes Weltwunder. Ich stand ja direkt vor ihm. Wenn er die Angriffe macht, ist sehr nice. Was trifft mich da jetzt schon wieder die ganze Zeit? Mensch. Die haben doch nur die hier. Das ist nicht gerade viel, was mich treffen könnte aus der Ferne und Cherry ist schon wieder tot. Und ich auch gleich. Okay, Cherry wiederbeleben. Darauf warten, dass Cherry mich wiederbelebt. Pascal kann sich mal selbst heilen. Puh. Zum Glück habe ich Pascal damit nicht umgebracht. Ah, cool. Alles shoot. Belebt mich ja wieder. Ich wundere mich jedes Mal darüber. Yes! Das macht einfach so höllisch viel Schaden. Mehr als fast jeder andere. Ich frage mich, wieso? Pascal ist halt einfach OP. Und hier gibt Hauptsache kaum FP. Da kloppe ich lieber diese ganzen Gegner, die ich für diese Puppen-Items kloppen muss. Die geben wesentlich mehr.
wesentlich mehr. Aber sei es drum, ich muss an euch vorbei. Okay, was sind das für Dinger? E-Arts. Dann lass uns die ja mal zuerst kloppen. Irgendwelche Harpien? Nee, Höllensturm-Harpien. Sieht relativ bunt aus. Gefällt mir an sich nicht. Och Mann. Kann ich mal aufhören, Chariot zu killen? Die will doch auch nur leben. Ich habe halt keine... Darf ich mal irgendwas wieder machen? Ach du heiliges bisschen. Oh mein Gott. Und schon wieder Sherry tot. Ja. Ich würde schon sagen, ich bin etwas unterlevelt. So, dann wollen wir jetzt Sherry nochmal wieder beleben und hoffen, dass sie auch am Leben bleibt. Wenn nicht, sad life. Meine Gummis gehen auch bald alle. Jetzt ist Richard tot. Kommt schon. Ah, ich hasse diese Viecher. Allgemein hasse ich irgendwie Viecher, die A-Arts brauchen, weil die nehmen irgendwie total wenig Schaden. Von was auch immer. Ja, heiligen Trank brauche ich nicht. Ich brauche Trank des Lebens. Aber gut. Staatshaushaltshelfer? Seit wann habe ich den Titel? Also vom Namen her nicht. Und ich stehe direkt vor einer Absperrung. Schön, dass ich das auch gesehen habe. Gut, ich glaube... Lebenswiederherstellung zu Wiederbleben und maximal KP ist immer gut. Und danach das hier. Den habe ich ja schon wieder übersehen. Weil da nicht mehr neu dran stand. Ey, komm schon. Das ist doch nur eine Truhe. Tausend Elith. Ja, ich nehme 168. Überbringer schlechter Kunde. I never dreamed Emerald would be involved with all this. If she were still alive. She might have been able to help us resolve the situation. Hey, wait a minute. Sai doesn't know Emerald's dead, does he? Emerald told him to take care of things while she was gone. He's probably been waiting for her the whole time. I thought he needed to know, so I told Sai what happened to Emerald. Sophie. I said she won't come back, and he won't see her again. He seemed to understand. I wonder if he's capable of understanding death. Sophie's words are clear. She won't come back, and he won't see her again. Although that's not all there is to it. No, that's not all. Death also brings an enduring feeling of loss that takes hold in the hearts of those who continue to live on. It makes me wonder if Sai's capable of such emotion. I doubt it. An enduring feeling of loss for those who remain. I wonder if that's what I'm starting to feel. This murky fog building up in my chest. Tja. Im nächsten Part gibt es dann aber die Entdeckung. Und alles, was danach passiert. Und dann werden wir im nächsten Part auch endlich zum Garten gehen. Mal gucken, mit was wir überrascht werden, wenn wir dort ankommen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.